herzlich willkommen bei 21 Bau-TV. Heute wieder mal ein Blick vom Turm auf die Baustelle. Und zwar genau jetzt sehen wir die Zuführung, Elektrizität und Informationsleitungen müssen ja zu allen Bahnsteigen. Und da sehen wir hier Leerrohre und Schächte, die dann zu den Bahnsteigen führen. Und in der zweiten Hälfte dieses Abschnitts ist die Armierung so weit, dass bald die Grundplatte, auf der die Rohre liegen, betoniert werden kann. Also die Platte, die wir hier sehen. Muss dann hier drüben entstehen. Von hier oben hat man auch noch mal einen guten Blick zurück zum Bahnsteig 1, der jetzt komplett demontiert ist, und wir sehen die Deckenplatte der Durchführung, die dann noch auf der S-Bahn liegt, also der Fußgängerdurchführung. Und hier die Treppe und die Aussparungen für die damalige Rolltreppe. Wer sich noch erinnert, man ist aus dem Bahnhofsgebäude rausgegangen und dann hier runter. Dann einmal 180 Grad U-Turn und dann ging es runter zur S-Bahn. Und wenn man den U-Turn nicht gemacht hat, konnte man hier durchlaufen und zum damaligen unterirdischen Querbahnsteig gehen. Ja, und jetzt werden wir das Zoom-Objektiv mal ein bisschen herausfordern und von dieser Seite unter der alten Bahndirektion durchspiegeln.
durch diese Betonabsperrung für die Fahrzeuge ist es leider fast nicht möglich, aber hier an der Kante klappt es gut. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns auch gleich nochmal die Grube an, die eröffnet wurde zwischen den Fahrspuren auf der Heilbronner Straße. Ja, also Edding ist, glaube ich, hier nicht das richtige Werkzeug. Aber das ist uns ja egal, denn wir wollen hier runter schauen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wieso auf der zweiten Kirchstütze schon die gelbe Plane liegt. Normalerweise bringt man die an, wenn betoniert wurde. Aber vielleicht auch als Wetterschutz. Es war ja doch heftiger Regen in letzter Zeit, damit der Kelch nicht mit Wasser verläuft. Jedenfalls ist er schon sehr weit fortgeschritten, der untere Bereich der Kirchstütze. Und die Vorbereitungen für die nächste Kirchstütze laufen, denn um das Gerüst zu fixieren und überhaupt arbeiten zu können, müssen die Gleise mit Kies aufgefüllt werden, damit man hier eine Ebene hat. Und für diese Kirchstütze, hier sieht man ja die Armierung, die im Boden mit den Bohrpfählen verankert ist. Für diese Kirchstütze wurde rechts und links schon das komplette Gleis mit Kies ausgefüllt und befestigt.
Das ist der Schacht vom Düker Nesenbach. Ist natürlich von dem Blickwinkel hier oben nicht einsehbar. Aber da haben wir noch eine gute Webcam, die rechts installiert ist und uns da täglich Einblick liefert. Und hier noch die Wand für das Südportal. Wenn es noch reicht, komme ich da heute auch noch vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.